Jo, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Create Life. Und ich hatte zwischen den Folgen eine Eingebung gehabt und möchte den Plan sozusagen jetzt in die Tat umsetzen mit euch zusammen. Und zwar hatte ich die Idee, wir wollen ja sowieso auch traveln, müssen traveln, um alle Herausforderungen zu erfüllen und so weiter. Und deshalb werden wir jetzt hier unsere Zelte abbrechen, werden unseren Rucksack, der ist in der Truhe, glaube ich, ja, da war er, hier ist er, so, da werden wir den mal jetzt noch richtig mit Stuff befüllen, so viel Platz haben wir gar nicht mehr, aber wir werden uns jetzt unseren ganzen Stuff hier nehmen, auch das von gestern, werden das mitnehmen und werden dann zur Nether-Festung traveln, übers Nether. Ich werde euch dort nur Szenen zeigen, wo wirklich irgendwas Interessantes passiert oder ja, wenn ich etwas Interessantes finde, wenn irgendwas passiert. Und dann werden wir schauen, dass wir bei der Nether-Festung uns ein Nether-Portal bauen und dann dementsprechend schauen, wo wir dann in der Oberwelt wieder rauskommen. Ich denke mal, der Plan ist gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben ja immer noch unsere Map. Damit können wir uns ja orientieren und wir haben ja auch den Wegpunkt hierher, den lassen wir auch. Wir werden jetzt auch nicht alles mitbekommen, ne, was wir jetzt hier haben. Wir packen auch hier das, was wir jetzt nicht so wichtig brauchen, auch wieder aus. Zum Beispiel hier das rotte Fleisch, würde ich denken. Das Leder nehmen wir natürlich mit. So wie die Rüstung. Aber sowas hier, ne? Das können wir erstmal hier lassen. Die Welle nehmen wir natürlich auch mit. So, und die Zahnräder, ganz klar. Genau. Bisschen Holz können wir uns schon mitnehmen. Die Zinkklumpen kommen ganz klar auch mit. Und das Eisen natürlich. Gut, Leute, ich würde sagen, ich packe jetzt mal unseren Stuff hier zusammen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn mich ins Nether begebe. Also, bis gleich. So, Freunde, wir sind schon ein Stück im Nether getravelt. Es ist aber jetzt nichts Spektakuläres passiert. Wir sind jetzt bei 2645 Metern. Am Portal waren wir bei 3500 Metern. Ich bin also so ungefähr circa 1000 Meter getravelt. Zwischendurch habe ich versucht, mit einem Piglin zu traden, bis dann so ein riesen Skelettvieh wieder aus der Lava kam und uns weggeschubst hat. Der Piglin war dann weg und ich war dann natürlich auch weg, hat man nur noch eine Staubwolke gesehen. Und ich habe von dem Piglin allerdings hier einen den Obsidian, alte Hockschuhe, da weiß ich noch gar nichts damit anzufangen, Seelensand und hier diesen Trank der Feuerresistenz bekommen. Und dann, wie gesagt, kam das Monster dazwischen und wir haben beide das weitergesucht in unterschiedliche Richtungen. Und gut, okay. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt hier weiter. Und ich erzähle euch in der Zwischenzeit noch ein bisschen. Ich wollte euch ja gleich vom Nether-Portal aus mitnehmen. Das hat allerdings dann nicht so richtig funktioniert, weil ich halt vergessen habe, zwischendurch habe ich ausgemacht und dann vergessen auf Aufnahme zu drücken. Und ja, von daher jetzt die kurze Erklärung. Ihr habt aber nichts Spektakuläres verpasst. Und ich würde sagen, nein. Ey. So ein dämlicher Hundearsch. So. Deswegen jetzt die kurze Erklärung und dann würde ich sagen, machen wir jetzt halt hier an dem Punkt weiter. Es sind jetzt noch 2642 Meter quasi und ich mache jetzt so weiter. Ich habe nur Tunnel gegraben und ein paar Ressourcen abgebaut, also sprich Gold und
hier, Netherquarz. Und jetzt mache ich genauso weiter, bis wir an der Netherfestung sind. Wenn natürlich zwischendurch was Spektakuläres passiert, ich lasse die Aufnahme jetzt so lange an. Und wenn irgendwas Spektakuläres passiert, dann schneide ich euch das natürlich rein. Gar keine Frage. Aber ansonsten sehen wir uns dann an der Netherfestung, würde ich sagen. Einfach, um mehr ins Video zu bekommen. Denn wie ich hier Tunnel grabe und mich hier über die Abgründe baue, ja, das ist logischerweise irgendwie für euch dann ein bisschen unspektakulär und vielleicht auch langweilig. Deshalb würde ich euch dann dazu holen. Spätestens bei der Netherfestung. Und wie gesagt, wenn was passiert, dann schneide ich euch das natürlich rein. Also denn, Leute, würde ich sagen, bis gleich. Und ich hoffe, dass ich lebend bis zur Netherfestung komme. Und dann muss ich auch noch mal gucken, ob ich im Rucksack ein Feuerzeug habe. Ansonsten müssen wir uns irgendwie behelfen. Müssen vielleicht noch mal ein bisschen Sand suchen. Gut, Leute. Also dann, bis gleich, würde ich sagen. So, Leute, und dann wollte ich euch noch erzählen, das mache ich jetzt mal kurz zwischendurch, dann wollte ich euch noch erzählen, dass ich natürlich so viel wie möglich mitgenommen habe, ne? Einige Sachen habe ich noch da gelassen. Wir haben da aber unseren Wegpunkt auch, weil ich nicht weiß, ob ich das jetzt in dem ersten Videoabschnitt schon gesagt habe oder ob ich das im zweiten Videoabschnitt gesagt habe, den ich jetzt aber gelöscht habe, dadurch, dass nichts weiter passiert ist und dass ich euch da eh vergessen habe, dazu zu holen, zumindest vergessen habe, die Aufnahme wieder anzuschalten. Und also wir können da immer wieder hin zurück natürlich, ne? Und wenn wir später eine Elite haben und so, dann ist das natürlich alles noch um einiges einfacher. Aber ich habe alles eingepackt, was Maschinentechnik ist und mechanische Technik und also unwichtiges Zeug quasi dagelassen. Und den Wegpunkt habe ich natürlich auch da gelassen. Bisschen Seelensand könnte man sich vielleicht auch mitnehmen, ne? Aber kann man sich vielleicht später auch holen. Es sind jetzt noch 2236 Meter, also ist schon noch ein Stück. Ich muss dann auch mal ein bisschen Stein organisieren, damit ich mir wieder Steinspitzhacken machen kann. Bisschen Seelensand kann man mal mitnehmen, ne? Wenn wir den anbrennen, dann kriegen wir ja blaues Feuer. Und damit kann man auch schön Sachen verzieren und so, ne? Und vor allen Dingen auch können wir dann damit auch Netherwarzen anpflanzen und so weiter. So. Und dann machen wir jetzt so weiter wie gehabt. Und ich hole euch dann, wie gesagt, dazu, ne? Und jetzt geht's mal weiter hier. Ich guck mal um die Ecke, aber ich glaube, ich sollte so weitermachen wie bisher. Wir haben gesehen, wie schnell so ein Netherwolf um die Ecke gespecht kommt. Und dann haben wir ein Problem. Okay, Leute, also bis denn. Okay, wir haben einen Blutbeutel. Ich habe schon von den Moskitos gehört, beiläufig, aber gesehen noch nichts. Der erste Moskito. Und da unten sind Piglins, ne? Würde ich schon gerne mal hin.
Guck mal, Dude, ich habe ein bisschen Gold. Ich habe ein bisschen Gold für dich. Willst du was haben? Okay, Kies ist gut. Weil ich weiß nicht, ob wir ein Feuerzeug im Rucksack haben. Eisenstiefel, Seelenläufer, nice. Richtig gut. Eile könnten sie auch packen. Okay, jede Menge Kies. Sind bestimmt ein paar Feuersteine drin. Okay, Schnüre sind auch gut. Können wir uns eventuell noch einen Rucksack machen? Quatschstein ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, noch ein Wurftrank der Feuerresistenz. Das war's wohl, wa? Was haben sie hier noch für uns? Ja, jetzt ist wieder die gute Frage. Obsidian ist auch nicht schlecht, ne? Alte Hockschuss. Kann man die auch stacken? Nee. Na gut, Wasserflasche braucht man nicht unbedingt. Auf Feuerresi haben. Hier sind nochmal so eine Schuhe, ne? Okay. Gut. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Es sind noch 2000 Meter, Leute. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Und ich hole euch wieder dazu, wenn irgendwas Spannendes passiert. Gut, Leute, wir bauen uns noch fix einen Rucksack. Da brauchen wir nicht so sparen mit dem Platz. Da können wir uns doch noch das eine oder andere vielleicht von unterwegs mitnehmen. Wir brauchen erstmal eine Truhe. Die haben wir hier. Wir haben hier auch noch zwei Fichtenholztruhen, die ich von unserem von unserem Spot dort mitgenommen habe. Gut. Rucksack. Also. Schauen wir noch mal kurz. Hier mal Leder. Gut, okay. Ist hier hin. Leder. Das Leder, ist das im Rucksack? Ja. Da habe ich mich schon erschrocken. Gut, also Ruhe, hier Leder und hier in Leder, ne? Dann hier die Fäden. Genau.
Oh, dann haben wir noch einen Rucksack. Den lassen wir jetzt aber so erstmal, ne? Also doppelte Inventar nochmal. Da können wir erstmal das ganze Zeug hier reinpacken mit. Da können wir uns doch nochmal das Inventar freimachen. Sehr gut. Sehr erfreulich. So, und dann würde ich sagen, weiter geht's. Werkbank nehmen wir wieder mit. Und dann geht's weiter durch die Wand hier, Leute. Let's go. Wie weit ist es noch? Wir müssen da lang, ne? 2212. Hey Leute, wir ziehen uns mal die Seelenläuferschuhe an. Die habe ich, glaube ich, gerade weggepackt, ne? War kein Problem. Und dann machen wir uns gleich noch... Moment, das machen wir zuerst. Dann machen wir uns gleich noch irgendwie ein anderes Goldteil. Brauche ich natürlich auch die Goldbahn. Ja. Machen wir uns... ein Goldhut, würde ich sagen. Und machen wir folgendes. Ziehen wir uns den Hut zuerst an. Und dann die Eisenstiefel mit Seelenflitzer. Sind ja sogar Seelenläufer 3. Weil wir kommen gerade durch ein Knochen- oder Seelenbiom, wie auch immer. Dann packe ich das wieder weg. So, dann kann es auch schon weitergehen. Oh ne. Arschauf. Schade, dass die Piglins keine Pfeile gedroppt haben. Alter. Na komm, wir machen uns schnell vom Acker hier. Sind hier Hexen? Oh, guck mal, das ist geil. Nice. So, und dann bauen wir uns weiter durch die Wand. Seelenflitzer ist cool. Das ist richtig cool. Mega nice. Hatte ich bis jetzt ehrlich noch nicht ausprobiert. Aber das ist wirklich enorm stark. Was die Verzauberung kann. Sind ja nicht nur normal schnell gewesen, wir sind ja noch viel, viel schneller gewesen. Das hat schon was. Okay, Leute, ich glaube, wir sind da. Ich sehe auch bis jetzt keine Skelette. Aber kann auch täuschen, ganz sind wir noch nicht da. Oh, yes. Seelensand ist so gut. So, 471 Meter noch. Also weit ist es nimmer. Wäre natürlich schön, wenn wir da an dem Punkt rauskommen, wo wir unser Zeichen gesetzt haben, weil wir ja da relativ unsere Ruhe hatten. Klar, wir haben Palonen gesehen vom Weiten, aber die stören uns jetzt nicht so. Wir wollen ja jetzt noch nicht in die Netherfestung rein. Wir wollen ja erstmal bloß ein Portal bauen und dann schauen, wo wir in der Oberwelt rauskommen, ne? Vielleicht ist es ein schöner Platz, den wir da bekommen. Und dann haben wir wenigstens auch gleich ein Portal, was wir nutzen können, um schnell in die Netherfestung zu kommen, ne? Sehr gut, finde ich das.
So, dann schauen wir weiter. Noch 11 Meter. Okay, da sind wir. Das sieht doch mal mega gut aus. Okay, aber wie sollen wir hier runterkommen? Ich glaube, man könnte ein Boot MLG machen. Aber wir bereiten uns erstmal vor. Gut, wir bereiten erstmal unser Zeug vor. Und dann habe ich eine Idee. Wir machen jetzt erstmal unseren Obsidian zurecht, dass wir den bei der Hand haben. Oder, beziehungsweise nein, wir machen erstmal, bräuchten wir einen Feuerstein. Da werden wir erstmal unseren Sandkleiner machen. Unseren Kies, meine ich. So. Den brauchen wir erstmal nicht, mal gucken. Okay, da haben wir schon Feuerstein, das reicht. Schon mal gut. Und noch einer. Gut. Ja, wir könnten uns allerdings auch auf die Seite rüberbauen. Dass wir uns da am Basalt runterbauen können, ne? Dann braucht man keinen waghalsigen Sprung machen. Oh Leute, ich freue mich. Okay, das könnte gehen. Ja gut. So, dann legen wir uns noch den Obsidian zurecht. Okay Leute, ich hoffe, dass wir weitestgehend unsere Ruhe haben. Eine Idee ist, ich würde gerne das Portal hier hinbauen. So, dann fangen wir mal an. Warten wir nicht lange. Zu lang, ne? Mhm. Ja gut. Und dann war erstmal was. Und dann müssen wir uns natürlich noch ein Feuerzeug machen. So, zack. Ja, wir brauchen noch einen Eisenbahn. Brauchen wir zwei? Weiß ich jetzt gar nicht. Hm, wie war denn das? So und so? Jawohl. Cool, dann brauchen wir das nur noch anzünden. Dann kann es wieder in die Oberwelt gehen. Okay, Leute, ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Okay. Da hinten sind schon wieder Creeper. Wir sind hier in einer Riesenhöhle gelandet. Dort ist der Ausgang. Sehr gut. Würde ich sagen, bauen wir uns erstmal ein bisschen sicher.
Bauen uns erstmal ein bisschen sicher an die Wand hier. Mache ich gleich mal Licht. Oh. Besser, ne? Ja gut, Leute, das freut mich riesig. Wir schauen noch mal, würde ich sagen, was wir hier oben so alles haben. Ja, geht alle in die Luft. Nicht schlimm. Immer schön locker und geschmeidig bleiben und dann läuft das. Oh Mann. Oh ja. Das ist weit weg, würde ich sagen. Und das sieht doch hier gar nicht mal so schlecht aus, Leute, oder? Ich würde sagen, hier haben wir unseren Spaß. Wir haben gleich Anbindung ans Wasser auch. Nice, Leute. Interessant. Sehr interessant. Gucken wir nochmal auf die andere Seite. Schaffen wir uns hier oben mal einen Überblick, würde ich sagen. Ja, Leute, das können wir machen. Sehr, sehr nice. Da hinten scheint ein Dschungel zu sein. Okay. Da ist auch Dschungel. Nice, Leute. Das hat gut funktioniert. Dann würde ich sagen, guck mal da. Alle Dschungel. Und riesig, bergig. Nice, einfach nur nice. Haben wir gut getroffen, würde ich sagen. Und wir haben natürlich, wie gesagt, die Anbindung an die Netherfestung gleich. Was ist denn das dort? Das sieht aber interessant aus da, oder? Sollten wir uns dann vielleicht gleich als erstes mal mit anschauen. Das können wir uns gleich mal anschauen. Ist das bloß Stein oder? Das sieht so definiert aus, ne? Hätte man vom Weiten denken können, vielleicht eine Kristalldiode oder so. Aber das scheint bloß Stein zu sein, ne? Ja, ich glaube schon. Gut, dann würde ich sagen, bevor es richtig dunkel wird, ziehen wir uns wieder runter und richten uns dort unten ein bisschen ein, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier sind wir auf jeden Fall erstmal an der Quelle. Wasser müssen wir uns dann allerdings noch holen.
Ich weiß nicht, das ist der Enderman, ne? Ich will den gerne klatschen. Ist er noch da? Komm mal her. Vielleicht droppt er uns eine Enderperle. Nee, hat keiner gedroppt, ne? Aber gut, nicht so schlimm. Dort unten warten schon wieder die ganzen Creeper auf uns. Die müssen wir dann bei Gelegenheit mal auslöschen. Ja, sprengt euch gegenseitig in die Luft, ihr Vollpfosten. Der hat gar nicht gezischt, ne? Leute, ich würde sagen, da haben wir auch relativ gute Chancen, an Schleim zu kommen. Haben wir irgendwie, wir können uns erstmal die Werkbank hier hinstellen, ganz als erstes. So, dann könnten wir uns Türen machen, da brauchen wir aber erstmal ein bisschen Holz. Das Bett, das brauchen wir auch. Aber den Rucksack hier. Nehmen wir uns ein bisschen Armesinholz, würde ich sagen. Machen uns daraus erstmal Bretter. Dann daraus auch Türen. Da haben wir grüne Türen. Ne? Gucken, wie die aussehen. Ja, kann man, glaube ich, machen. Zack, zack und zack. Bauen wir erstmal die Türen ein. Ach, hier sind sie, okay. Nice. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns hier auch das Bett hin. Und dann können wir gleich erstmal pennen gehen. Na gut. Und dann würde ich sagen, alles andere kommt dann in der nächsten Folge dran. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich hier fabriziert habe. Die Idee, die ich hatte. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like. Kommentiert auch gerne, vor allen Dingen für den YouTube-Algorithmus, aber auch gerne eure Meinung und alles andere. Gerne Ideen, Anregungen, etc. Und über ein Abo, Leute, würde ich mich ganz besonders freuen, denn dann könnt ihr nichts mehr auf meinem Kanal verpassen. Und wenn ihr zusätzlich noch die Glocke aktiviert, werdet ihr sogar über jede Neuigkeit benachrichtigt. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.